Jeder, der schon einmal in die glasigen Augen eines Soldaten auf dem Kriegsfeld geblickt hat, wird stark überlegen, bevor er einen Krieg anfängt. Episode 2 – Die ausgeklügelsten Pläne. Akt 1 – Vive l'Armée! Die europäischen Armeen waren in Bewegung. Der Anfang des Krieges wurde in den europäischen Hauptstädten mit einem ungeheuren Enthusiasmus begrüßt. Für jede Nation gab es einen feierlichen Anlass. In St. Petersburg kamen riesige Menschenmessen zusammen mit Flaggen, Bildern und Plakaten des Zaren Nikolaus. Der Zar begrüßte die Anhänger vom Balkon seines Palastes. Gemeinsam fing die Menge an, die russische Nationalhymne zu singen. The entire crowd knelt at once and sang the Russian national anthem. In Paris verließ ein französischer General mit seinem Regiment die Stadt. Our great nation's heart was beating tumultuously as in days long past. Das Herz einer großen Nation bebte emotionsvoll in den vergangenen Tagen. Menschenmengen standen an jedem Bahnhof, hinter jeder Grenze und an jedem Fenster auf unserer Strecke. Ausrufe wie Vive la France und Vive l'Armée waren überall zu hören. Leute winkten uns mit Taschentüchern und Hüten zu. Frauen warfen uns Küsse und Blumen zu. Ein junger Mann rief Au revoir, à bientôt. An einer Kreuzung hielt eine junge Frau ihr Baby in die Luft und schrie, er wird auch wie ihr eines Tages seine Dienste leisten. So muss es auch 1792 gewesen sein. Die Seele Frankreichs hatte einen der größten Momente ihrer Geschichte. In Berlin kam der Kaiser, angezogen in einer grünen Armeeuniform, zur Regierungssitzung und sagte Folgendes. Ich habe kein Wissen über verschiedene Glaubensrichtungen oder Parteien. Ich kenne nur noch Deutsche und deswegen bitte ich Sie alle, mir Ihre Hände zu reichen. Und sie reichten ihm nicht nur die Hand, sondern gaben ihm auch einen Kredit von 620.000 Mark. Am Samstag, den 1. August, war es ein ruhiger Tag, da nur 8 Rekruten freiwillig ihren Dienst antreten wollten. Danach kam dann der Sonntag und der Montag darauf war ein Feiertag in England. Then came Sunday and Monday was an August bank holiday. Als der Rekrutierungsbeamte dann am 4. August zu seiner Arbeitsstätte zurückkehrte, waren dort so viele Freiwillige, dass er mit Hilfe von 20 Polizeileuten 20 Minuten brauchte, um zu seinem Schreibtisch durchzukommen. Von diesem Zeitpunkt an arbeitete er ohne Pause und testete die Rekruten. Der Offizier fragte mich, ob ich mitmachen wolle, und ich antwortete mit einem Ja. Danach fragte er mich, wie alt ich sei, und ich sagte, ich bin 18 Jahre und einen Monat alt. Er antwortete, 19 Jahre und einen Monat, richtig? Ich sagte, ja, Sir, und somit wurde ich in die Armee aufgenommen. Nachdem Lord Kitchener zum Militärdienst aufrief, gab es einen endlosen Massenandrang in ganz England. 100 Männer in der Stunde, 3000 am Tag. 6000 Männer traten am ersten Kriegswochenende der englischen Armee bei. Es waren so viele, dass manche sogar wieder weggeschickt wurden. In München versammelten sich die Menschen auf dem Odeonsplatz, um die Erklärung des Krieges zu feiern. In dieser Menschenmenge befand sich ein gescheiterter österreichischer Künstler mit dem Namen Adolf Hitler. Nachdem er den Platz verließ, bat er um einen freiwilligen Platz in der bayerischen Armee. In Frankreich gab es kein Halten mehr. Die Menschenmassen standen an den Bahnhöfen, um die ausreisenden Soldaten zu verabschieden.
Die Anzahl der Züge, die Europa verließen, war endlos. The line of trains leaving starting areas throughout Europe was unending. Allein in Deutschland verließen über 11.000 Züge die Bahnhöfe während der Mobilisierungsphase. Of 11.000 trains in the mobilization period. Füße waren zu dieser Zeit genauso wichtig wie die Züge. Die Füße der Pferde, wie auch die der Menschen. Nach vielen Übungseinheiten kam die Infanterie, wie auch die Kavallerie zusammen, um Deutschland zu verlassen. Eine Infanteriedivision marschierte rund 20 Kilometer, begleitet von den Pferden, die auch an die Grenze ihrer eigenen Kraft gingen, um die bessere Ausgangsposition im Krieg gegen den Rest Europas zu bekommen. Die erste Armee General Klucks hatte einen 320 Kilometer langen Marsch vor sich, bis sie über die rechte Flanke die Hauptstadt Frankreichs erreichen sollte. Aber bevor Paris erreicht wurde, gab es da noch einige Festungen wie Lüttich an der Maas, die einen einfachen Durchmarsch der deutschen Armeen unterbinden würden. Akt 2. Lüttich. Es war der österreichische Streit, der sich zu Deutschlands Krieg entwickelte. Deutschland schlug zu. Am 4. August um 5 Uhr morgens passierte die deutsche Kavallerie die Grenze zum neutralen Belgien. Der Einmarsch in Belgien wurde von Schlieffens Plan gefördert. Der Schlieffenplan war ein strategisch-operativer Plan, der Deutschland ermöglichte, einen Zwei-Fronten-Krieg mit Russland und Frankreich zu führen. Sollte dies wirklich der Fall sein, so nahm Schlieffen an, dass Russland mehr Zeit brauchte, um seine Truppen zu mobilisieren und aufmarschieren zu lassen, hatte Deutschland einen Zeitraum von 6 Wochen, um in Frankreich einzumarschieren und sie mit einem schnellen Feldzug auszuschalten. Nach dem Sieg gegen Frankreich hätte Deutschland dann den Großteil seiner Armee nach Osten bewegt, um die russische Macht zu schlagen. Es gab allerdings eine Gefahr. Die Festungen an der nordöstlichen Grenze Frankreichs könnten zur Bedrohung der westlichen Offensive der Deutschen werden und sie verzögern oder gar komplett unterbinden. Accordingly, Schlieffen resolved that German forces must sweep through Belgium, trampling neutrality. Also schlug Schlieffen vor, durch das neutrale Belgien in den Nordwesten Frankreichs einzudringen. Es wurden 5 Armeen eingesetzt, die über Metz und Holland einmarschierten, die aus 35 Korps bestanden. Die stärksten Truppen befanden sich auf dem rechten Flügel der Offensive. Eine Armee sollte westlich über Paris eintreffen, um die französischen Truppen dann von hinten anzugreifen und sie dann an ihrer eigenen Grenze einzukesseln. Paris on the outer flank of a colossal wheeling movement, which was intended to take on the opposing French armies in the rear, before trapping them against their own frontier. Diese Operation sollte nicht länger als 40 Tage dauern. Die Änderungen des Schlieffenplans, die von Moltke vorgenommen wurden, sahen vor, dass die deutschen Armeen des rechten Flügels einen schmalen Korridor zwischen Holland und den Ardennen passieren sollten, der von Lüttich dominiert wurde. Eine Niederlage gegen die 12 Festungen von Lüttich würde Deutschland im Rennen um die Zeit und seines Vorhabens wieder an den Anfang zurückbringen. Die Stärke der belgischen Festungen war bis zu Schlieffen und seinen Nachfolgern vorgedrungen. Sie waren unglaublich robust, in die Erde eingelassen und von einem Graben, der ca. 10 Meter tief war, umgeben. Ihre starke Oberfläche müsste von gezielten Artilleriefeuer zerstört werden, und das sollte schnell geschehen, denn jede Verzögerung konnte den reibungslosen Ablauf des Schlieffenplans außer Kraft setzen. Kein Geschütz, das diese Kraft hatte, existierte zum Amtsantritt Schlieffens im Jahre 1906. Im Jahre 1909 jedoch hatte Krupp den Prototypen eines 420 mm Belagerungsgeschützes entworfen. Die österreichische Firma Skoda arbeitet zwischenzeitlich an einem 305 mm starken Belagerungsgeschütz. Hier gab es den Vorteil, dass es auf der Straße transportiert werden konnte. Das Geschütz Krupps hingegen musste mit der Bahn transportiert werden und konnte erst mit den angefertigten Voraussetzungen zur Geltung kommen. Österreich überließ Deutschland einige von seinen 305 mm Geschützen.
Nur 5 der Krupp-Geschütze und 2 der leicht transportierbaren Geschütze waren zum August 1914 fertiggestellt. Aber dennoch musste Lüttich eingenommen werden. Nun wurde eine Spezialeinheit der 2. Deutschen Armee hinzugezogen, welche von General Otto von Emmich geleitet wurde, die die Mission beenden sollte. Sie startete ihre Mission dicht bei Aachen, nördlich von dem französischen Korridor, der zwischen Holland und Luxemburg lag. Sie hatten 48 Stunden Zeit für ihre Mission. Für die Deutschen kamen nur 2 Möglichkeiten in Frage. Entweder würden die Belgier überhaupt keine Gegenwehr leisten, oder aber nur leichte, die dann schnell unterbunden werden sollte. Beide Möglichkeiten erwiesen sich als falsch. Eine Klausel, die der belgische Herrscher der Bevölkerung versprach, war die absolute Verteidigung nationalen Territoriums. Albert I., König von Belgien, war ein Mann, der sich seiner Verantwortung bewusst war. Das Ultimatum Deutschlands, was eine angebliche französische Grenzverletzung des belgischen Gebietes beinhaltete, wurde am 2. August überbracht. Der belgische Stabschef wusste die Schwäche seiner Armee einzuschätzen und zog sich mit ihr außerhalb von Brüssel zurück. Ein unterer Stabschef forderte einen Störangriff in Deutschland. Wir schicken sie zurück, wo sie hingehören. Dieser Vorschlag wurde sofort zurückgewiesen. Also wollte man sich dem ersten Plan des Stabschefs annehmen. Dann gab es allerdings einen dritten Plan. Belgien bat nicht nach einer französischen oder englischen Hilfe, bis das belgische Territorium nicht wirklich von Deutschland betreten wurde. Die belgische Antwort auf das deutsche Ultimatum wurde dann um 7 Uhr morgens am 3. August gesendet. Zum späteren Zeitpunkt des Tages übermittelte der Kaiser erneut eine Botschaft, in der er den Einmarsch, der kurz bevorstand, als freundliche Intervention darstellte und einen großen Druck von außen als Rechtfertigung benutzte. Dies führte zum ersten Wutausbruch des belgischen Königs. Für wen hält er mich eigentlich? Er gab sofortige Anweisungen, die Brücken über der Maas, wie auch die Eisenbahntunnel der luxemburgischen Grenze, zu zerstören. Die belgische Armee war zwar schwach, war aber bereit, für ihr Land zu kämpfen. Schutzvorrichtungen wurden gebaut. Der König wählte den Befehlshaber der Lüttichschen Festung aus, General Le Mans, der bis zum Ende die Stellung halten sollte. Le Mans war ein Mann der Ehre und trotz seines vorangeschrittenen Alters ein Mann des Mutes. Er war der erste wahre Held des Großen Krieges. Und sein Mut sollte getestet werden, als er kurz davor war, der stärksten Armee der Welt ins Auge zu blicken. Die Maas, welche er verteidigen sollte, ist ein gewaltiger Fluss. Bei Lüttich läuft die Maas schmalspurig zusammen und ist ungefähr 150 Meter tief. Also gibt es keine Möglichkeit, den Fluss in einer entscheidenden Phase zu überqueren. Das sollte auch von Emmich erleben. Seine Armee erreichte Belgien am frühen Morgen des 4. August, wo sie schnell ins Feuer der belgischen Fahrertruppen gerieten. Als sie dann weiter vorankamen, bemerkten die Deutschen die zerstörten Brücken. Emmichs Truppen brachten 2 Batterien von 210 mm starken Haubitzen mit, welche zu dieser Zeit die stärksten waren, bis dann die dicke Bertha ins Spiel gebracht wurde. Das deutsche Bombardement wurde kurze Zeit später eröffnet. Als die Infanterie und Kavallerie voranschritt, wurde ihnen der Weg versperrt. Die Garnison, die die Festung verteidigte, erwiderte das Feuer, während belgische Soldaten, die sich in Gräben verschanzten, sich ein hartes Mann-gegen-Mann-Gefecht mit den deutschen Kräften lieferten. Fought manfully whenever the German advance guards tried to penetrate the line. Die Verluste der deutschen Armee stiegen in der Nacht des 5. August rapide an. Am Morgen des 6. August fand General Erich Ludendorff, der das Bindungsglied zwischen der 2. Armee und Emmichs Heeresleitung war, dass der Kommandeur der 14. Brigade getötet wurde. Augenblicklich übernahm Ludendorff die Führung der 14. Brigade. Er führte sie auf einen Hügel, von dem aus er auf Lüttich hinabblicken konnte. Am Morgen des 7. August entschied er, mit seiner starken 14. Brigade Lüttich zu stürmen und einzunehmen.
Als er zu den Toren der alten Zitadelle kam, hämmerte er mit einem Säbel gegen die Tür. He hammered on the door with the pommel of his sword. I arrived. No German soldier was to be seen. Als ich angekommen war, gab es keine Gegenwehr mehr. Ich schlug gegen die Tore, die verschlossen waren, dann wurden sie von innen geöffnet. Nach meinen Aufforderungen ergaben sich die letzten Belgier. Die Kapitulation der Garnison brachte Ludendorff den Besitz der Stadt ein. Er entschied sich schnell nach Aachen zurückzukehren und die zweite Armee voranzutreiben, um seinen Erfolg abzuschließen. Das erste 420mm Belagerungsgeschütz kam letztendlich am 12. August beim Fort Fortis an. Die Geschütze wurden aus einer Entfernung von 270 Metern gezündet und feuerten dann elektrisch. 60 Sekunden dauerte es, bis die Geschütze feuerten, und die Truppen warteten auf eine telefonische Anweisung des Geschützgruppenkommandeurs. Die erste Granate explodierte erst, als der Außenschutz des Forts getroffen wurde, und richtete massive Schäden an. The eighth struck home. Am nächsten Morgen kamen dann noch weitere Geschütze aus Essen hinzu. Um 12.30 Uhr war Fort Pontis ein Haufen aus Schutt und Asche und kapitulierte. Dann bombardierten die Deutschen Fort Embour, welches um 17.30 Uhr aufgab. Fort Chaufontaines Munitionskammer explodierte und war um 21 Uhr lahmgelegt. Am 14. August um 9.40 Uhr war es dann Zeit für Fort Lier. Um 9.45 Uhr folgte dann Fort Fleuron. Am 15. August wurde dann Lancy unter Beschuss genommen, wohin General Le Mans seinen Hauptsitz 9 Tage zuvor verlegt hatte. Nach einem 140-minütigen Bombardement war das Magazin ausgebrannt und Lancy zerstört. Beton wurde zu Gummi gemacht und menschliches Fleisch zu einem blutigen Brei. Zwischen den Ruinen wurde auch der schwerverletzte General Le Mans gefunden, der dann zu Emich sagte: Bitte schreiben Sie in Ihren Bericht, dass ich bewusstlos war. Die beiden letzten Forts, Sologne und Flemal, gaben auf, bevor es zu einem Kampf am 16. August kam. Diese zwei Siege brachen einen 300 Jahre alten militärischen Glauben, wenn es um Stärken von Festungen ging. Die unbezwingbare Festung Lüttich war gefallen, aber weit im Süden befand sich die französische Armee auf dem Weg. Akt 3. Krieg der Grenzländer. Auch die Franzosen hatten einen Plan. Er war einfach, sollte aber präzise sein. Es spielt keine Rolle, was passiert. Wir werden voranmarschieren und mit geballten Kräften die deutschen Truppen attackieren. Die französische Armee ließ sich durch nichts aus der Ruhe bringen und marschierte voran. Mit gesammelten Kräften. Im Hinterkopf war das verlorene Elsass-Lothringen von 1870. Der Stolz Frankreichs marschierte weiter. Die französische Infanterie marschierte in ihren roten Uniformen, die sie schon 50 Jahre zuvor hatten. Sie erinnerten an alte französische Zeiten und die berühmte gefallene Legion. Auch die Kavallerie marschierte voran, mit Uniformen, die schon bei Waterloo getragen wurden, und freute sich darauf, die deutschen Truppen in die Hände zu bekommen. Trotz altertümlichen Uniformen und Ideen, die aus Fiktionen stammten, waren die Franzosen in einer Sache auf dem neuesten Stand. Sie hatten die besten Geschütze weltweit. Die 75mm Kanone, sehr flexibel und fahrbar, konnte sie 25 Ladungen in der Minute abfeuern. Und Frankreich hatte unzählbare Kanonen. Die beiden größten europäischen Mächte sollten aufeinandertreffen. Der französische Kriegsplan 17 wurde am 6. August das erste Mal auf die Probe gestellt, als das 7. Korps in den grünen Bergen des Elsass einmarschierte. Die französische Armee holte sich Mühlhausen wieder und nannte es zum ersten Mal seit 44 Jahren Mulhouse. Die Franzosen wurden dann von deutschen Truppen aus Straßburg heimgesucht und aus Mulhouse wurde wieder Mühlhausen. And Mulhouse was once again Mühlhausen. Am 14. August gab der französische Oberbefehlshaber General Joffre den Befehl an General Pau, der die Armee d'Alsace leitete, weiter,
es noch einmal zu versuchen. Und wieder wurde Mühlhausen zu einer französischen Stadt und einige Stunden später wurde sie wieder zur deutschen Stadt. Letztendlich zog sich Joffre zurück, da er seine Kräfte für andere Schlachten an der Front benötigte und somit blieb Mühlhausen vorerst in deutscher Hand. Diese frühen Begegnungen ließen Frankreich nur einen kleinen Teil des Elsasses am östlichen Teil der Vogesen. Hierhin zogen sich die Franzosen zurück und teilten ihre Armee neu ein. Auch dies geschah am 14. August. Die Franzosen erwiesen sich eher als Befreier und nicht als Eroberer. Der Mann, der die riesige kaiserliche Armee anführte, war ein Mann mit unbeständigen Nerven. General von Moltke war ein kultivierter, vernünftiger Mensch, aber er war auch ein kranker Mensch. Jetzt, wo die Franzosen einen erneuten Schlag gegen das Elsass wagen würden, traf er seine Entscheidungen. Auch Vorschläge anderer Generäle wurden gehört. The ambitions of other generals also came into play. Als Kronprinz Rupert von Bayern vorschlug, eine Gegenattacke mit seiner 6. Armee und von Heringens 7. Armee durchzuführen, war Moltke von der Vorstellung angetan und ließ die Vorschläge durchgehen. Die anschließenden Auseinandersetzungen bei Saarburg und Lothringen am 29. August bewiesen, dass ein kluger Schlachtplan der französischen Infanterie nicht allein gegen eine moderne deutsche Artillerie ausreichen würde. General Joffre hatte die Angriffsstärke der deutschen Soldaten gewaltig unterschätzt und auch das Ausmaß des deutschen Einmarsches in Belgien war ihm nicht bewusst. Außerdem beurteilte er die Macht des deutschen Zentrums völlig falsch. Er befahl seinen Soldaten, nordöstlich in die Ardennen zu marschieren. Die 3. und 4. Armee der Franzosen traf am 21. und 22. August auf deutsche Truppen bei Neufchâteau und Virton und wurde blutig zurückgeschlagen. On 21, 22 August and were bloodily repulsed. We were shot down like rabbits, because for them it was a real target, because we had red trousers and they were down in the hole themselves. Wenn man mal beide Kriegspläne miteinander vergleicht, dann war eigentlich der Plan Moltkes noch weitaus unsicherer als der der Franzosen. Am 17. August traf er eine schwerwiegende Fehlentscheidung, um die Koordination des deutschen rechten Flügels zu verstärken. Er stellte die 1. Armee Klucks unter die Befehle des weitaus vorsichtigeren Bülows, der die 2. Armee leitete. Am 19. August dann sollte sich die wahre Stärke der deutschen Armee zeigen, als sie auf General Lanzerac und seine 5. Armee traf. Der wiederum marschierte Richtung Charleroi zwischen der Maas und der Sambre und sah, dass die 2. und 3. Armee der Deutschen nördlich und östlich von Belgien auf ihn zukam. Nun musste Lanzerac schnell handeln, um eine riesige Katastrophe zu verhindern. Akt 4. Die Schlacht von Bergen. Als Lanzerac bemerkte, in welcher Gefahr er sich befand, erreichte das britische Expeditionskorps unter der Führung von Oberbefehlshaber John French Maubeuge auf der linken Seite der Verbündeten. Das erste Mal in der britischen Geschichte wurden Armeen mit großer Effizienz eingesetzt. 1800 Sonderzüge brachten sie zu ihren Stützpunkten. An einem Tag verließen 80 Züge England. On one day alone, 80 trains ran into Southampton docks. Durchschnittlich wurden 50.000 Tonnen am Tag verschifft. Sicher von der Royal Navy beschützt, wurde das britische Expeditionskorps nach Frankreich gebracht. Am 7. August kamen die Truppen dann unter strengster Geheimhaltung in Frankreich an. Fifth
Field Marshal Lord Kitchener, who had been appointed Secretary of State for War on... Feldmarschall Lord Kitchener, der am 5. August zum britischen Kriegsminister ernannt wurde, befürchtete, dass seine Armeen nördlich der Maas von den deutschen Truppen überwältigt werden könnten. Er konnte den Eingriffsort nicht ändern, aber durch die massive Bedrohung der deutschen Truppen verschob er die Einschiffung von 2 kompletten Divisionen. Somit hatte der launische Oberbefehlshaber Sir John French zum Aufmarsch nur 4 Divisionen und eine Kavalleriedivision zur Verfügung. Seine Probleme und auch seine Gemütsschwankungen nahmen zu, als der Befehlshaber des 2. Korps Grierson einen Herzinfarkt erlitt und Kitchener ihn mit General Sir Horace Smith, Dorian, ersetzte, dessen Beziehung zu French schon lange Zeit angespannt war. Nachdem das alles geklärt war, marschierte der Expeditionskorps los und kam am 22. August in eine Industriezone in der Nähe von Bergen. Hier sollten sie mit ihren Verbündeten zusammentreffen und eine gemeinsame Offensive nach Belgien starten. Anstattdessen wurde aber klar, dass sich das britische Expeditionskorps genau in der Schusslinie der deutschen 1. Armee befand. 750.000 Mann kamen aus nordöstlicher Richtung, nachdem Lanzerac nicht fähig war, sie an der Sambre aufzuhalten. Jeden Tag flog das Expeditionskorps Erkundungsflüge. Die meisten Flugzeuge erblickten nichts. Aber eins, das über das alte Schlachtfeld von Waterloo flog, erblickte Tausende von deutschen Soldaten. Das Flugzeug kehrte auf schnellstem Wege zurück und überbrachte Sir John French die schrecklichen Neuigkeiten. French versprach Lanzerac trotz dieser Neuigkeiten, seine linke Seite bei Bergen 24 Stunden lang zu schützen. Es gab keine Bodenoffensive. Die britische Armee baute sich Schützengräben. Der 2. Korps formierte eine Linie am Kanal von Condé und außerhalb der Stadt, während der 1. Korps, geleitet von Feldmarschall Sir Douglas Haig, sich auf der rechten Seite befand. Eine Zeit lang ignorierte General Kluck die britischen Truppen, die sich ihm in den Weg stellen sollten. Am nebligen Morgen des 23. August rannte die 1. Deutsche Armee schnurstracks in die Arme des britischen Expeditionskorps. Um 9 Uhr kam es zu harten Auseinandersetzungen. Die Deutschen waren erfolgreich mit schweren Angriffen gegen Smith Dorians Truppen, die am Kanal positioniert waren. Die Briten machten sofort Bekanntschaft mit der Kraft und Genauigkeit der deutschen Artillerie. Wir hatten uns versteckt und auf sie gewartet. Aber so einen gewaltigen Schlag hatten wir nicht erwartet. Urplötzlich hagelte es Patronen und Bomben vom Himmel. Links und rechts schlugen sie neben mir ein. Und ich sah viele meiner Kameraden sterben. Danach griff die deutsche Infanterie an. Sie kamen in soliden, rechteckigen Blöcken formiert und marschierten zur Kreuzung des Kanals. Die britischen Soldaten zogen sich zurück, um gegen die starken deutschen Blöcke anzukämpfen. Es sollte sich auszahlen. They were in solid square blocks, standing out sharply against the skyline. In gut formierten Blöcken standen sie am Horizont. Wir lagen regungslos in unseren Schützengräben. They crept near. Sie kamen immer näher und dann bekamen wir den Befehl zu schießen. Die Deutschen standen da wie ein Betrunkener, der plötzlich einen Schlag auf den Kopf bekommt. Dann fingen sie an zu rennen und es wurden Sachen gerufen, die wir nicht verstanden haben. Poor devils of infantry. Diese armen Teufel der Infanterie, sie hatten keine Chance. Aus unserem Hinterhalt konnten wir sie gut treffen. Und bei ihrer Formation traf jede Kugel ins Ziel. Sie waren chancenlos. Dies war eine böse Minute. 15 gezielte Schüsse in der Minute gaben die Briten ab, pro Mann. Die Deutschen mussten eine starke Niederlage hinnehmen. Our first battle is a heavy. In unserem ersten Kampf wurden wir geschlagen. Und auch noch gegen die Engländer. Die Engländer, die wir belächelt hatten. Well entrenched and completely hidden, the enemy opened. Sie versteckten sich in ihren Schützengräben und eröffneten dann plötzlich das Feuer. Unsere Verluste wurden immer größer, bis die blutige Attacke dann allmählich zum Ende kam. Dann war wieder alles beim Alten. Auf dem linken Flügel wurde der Druck der Deutschen immer größer. Die 5. Armee der Franzosen ließ sich zurückfallen, womit die britischen Flanken offengelegt wurden.
Obwohl Hays erster Korps nicht so stark unter Druck stand, versuchte Smith Dorrien, den deutschen Truppen standzuhalten, was ihm bis zum Nachmittag gelang. Dann allerdings waren die Deutschen zu überlegen und die Engländer ließen sich zurückfallen. Der Rückzug von Bergen hatte begonnen. The retreat for Mons had begun. Die englische Kriegsführung hat das sehr intelligent gemacht und sie wusste immer, wann sie sich im letzten Moment aus dem Staub machen musste. Dementsprechend ließ sich der 1. Korps ca. 3 Kilometer zurückfallen. Das britische Expeditionskorps hatte hervorragende Arbeit in ihrem ersten wichtigen Kampf geleistet. Klucks Armee für den Anfang sehr gut beschäftigen können. Die meisten der 1600 britischen Gefallenen befanden sich im 2. Korps. Jetzt kamen die deutschen Truppen. Der Schliefenplan lief zielmäßig ab. In dieser Nacht wurde die Bedrohung auf der rechten Seite in der Nähe von Dinan so groß, dass General Lanrezac gezwungen war, mit seiner 5. Armee sich zurückzuziehen, ohne Joffre oder die Briten zu befragen. Das britische Expeditionskorps hatte keine andere Möglichkeit, als sich Lanrezac zu fügen. Somit zogen sich alle Armeen der Verbündeten zurück. Tausende von ängstlichen, obdachlosen Menschen schlossen sich der Armee an, um in den Westen zu gelangen. Akt 5. Rückzug. In weniger als einem Monat des Krieges befanden sich verbündete Armeen überall auf dem Rückzug. Jeder Tag brachte neue Ermutigungen. Meistens sammelten sie sich, um Rückendeckungsoperationen durchzuführen, die aufgrund des Rückzuges stattfinden mussten, was oftmals in waghalsigen Attacken endete. Als die Deutschen einen starken Druck ausübten und sich der französische Plan 17 in Fetzen befand, setzte der teilnahmslose Joffre seinen Willen durch und bestimmte somit über die gesamte Front. Am 24. August traf Joffre eine Entscheidung, die die Geschichte veränderte. Entgegen aller Entscheidungen und Pläne, in die Offensive zu gehen, bildete Joffre eine neue 6. Armee, zum Schutze unter Druck stehender Armeen. Diese 6. Armee wurde aus Reservisten und Soldaten des rechten Flügels zusammengesetzt. Am 26. August gab es ein zweites Treffen mit Sir John French. On 26 August, Joffre went to his second meeting with Sir John French. The scene was witnessed by a young liaison officer, Lieutenant Spears. Nach seinem Treffen war General Joffre sehr nachdenklich. Als ich den britischen Hauptsitz am frühen Nachmittag verließ, war mir erst bewusst, wie zerbrechlich unsere linke Seite war. Und ich fragte mich, ob wir überhaupt fähig wären, dem Druck standzuhalten, solange ich hier die Armee neu formieren würde. Sollte dieses Manöver positiv für uns ausgehen, so müssen zwei wesentliche Punkte erfüllt werden. Erstens müssen unsere 4. und 5. Armeen mit Gegenangriffen den Rückzug der Deutschen verhindern, um mir Zeit zu geben, die neue Armee auf der linken Seite zusammenzustellen. Und zweitens müssen die Briten hartnäckig dagegenhalten und dürfen den Boden unter ihren Füßen nur langsam abgeben. Und genau das sollten die Truppen von Smith Dorrien erfüllen. Der Mut und die vernünftige Entscheidung, die Joffre unter Druck stehend traf, standen im totalen Kontrast zu seinem Gegenspieler, dem immer nervöser werdenden Moltke. Der deutsche Feldmarschall fing an, einige Fehler zu machen und vergaß das eigentlich strategische Ziel. Durch die Vergrößerung der verbündeten Armeen entschied sich Moltke entgegen dem Schliefenplan, den linken Flügel mit seinen Armeen zu verstärken. Am 23. August nahm er eine erneute Änderung des vorgesehenen Plans vor, indem er den 2. Korps von der rechten Schlüsselseite abziehen ließ, um den russischen Vormarsch in Ostpreußen zu unterbinden. Die drei deutschen Armeen des rechten Flügels hatten jetzt schon mehr als ein Viertel ihrer Stärke verloren, da sie auch unerwartet lange von diversen Festungen aufgehalten wurden, was auch vom Schliefenplan nicht vorgesehen war. Die Deutschen wie auch die alliierten Truppen marschierten im Durchschnitt 30 Kilometer am Tag und das in den heißesten Tagen des Augusts. Durst, Erschöpfung, Hunger und kaputte Füße waren stärkere Probleme als die großen Pläne ihrer Befehlshaber. Thirst, Fatigue, Hunger and blistered feet were of much greater concern than the grand designs of their commanders. Nach der Schlacht von Bergen trennte sich das 2. britische Expeditionskorps. Am 26. August dann war der Jubiläumstag des legendären englischen Sieges bei der Schlacht von Crecy. Smith Dorrien wusste, dass die deutschen Truppen nicht weit entfernt von seinem 2. Expeditionskorps waren und er nicht fortfahren konnte, ohne erneut in den Kampf zu ziehen.
Anders als von Sir John French vorgesehen, blieb Smith Dorrien mit der 1. Armee bei La Chateau und wartete auf die Deutschen, die wiederum heftig in das Gewehrfeuer des Expeditionskorps gerieten. Sie kamen wie eine Fußballmannschaft aufs Feld gerannt und feuerten ihre Gewehre aus der Hüfte. Es wirkte, als hätten sie keine Ahnung, was sie da taten. Die Kavallerie und Artillerie schossen auf den näher kommenden Feind. Die Infanterie hingegen stand unter starkem Beschuss, konnte aber den deutschen Angriffen vorerst standhalten, dank der britischen Lee-Enfield-Kurzgewehre. Nachdem sich die Deutschen durch den starken Beschuss in mehreren Gruppen aufteilten und in einem Kornfeld versteckten, wurde es schwer für die Briten. Je länger die Morgenstunden wurden, desto mehr deutsche Kräfte kamen hinzu. Die letzte britische Reserve wurde in den Kampf gebracht, um die deutsche Gefahr auszulöschen. Die britische Kavallerie auf dem rechten Flügel geriet unter schweren Beschuss und musste an diesem Morgen mit hohen Verlusten büßen. Viele Soldaten litten unter der großen Hitze auf dem Schlachtfeld und entfernten sich, insofern das möglich war. Das größte Problem war der Transport der schweren Geschütze. Kutschen und einige Kanonen lagen zerschmettert auf dem Hügel. Sterbende Pferde und tote Soldaten waren verstreut auf dem Schlachtfeld. Die letzten Überlebenden rannten und mussten sich das höhnische Gelächter der deutschen Infanterie anhören. As they came within view of the enemy, they were struck by a hurricane of shrapnel and bullets from machine guns. Als wir in die Reichweite des Feindes kamen, wurden wir vom Kugelhagel erfasst. Und sie schossen unaufhörlich weiter. Der Hauptoffizier wurde getötet und eine komplette Einheit ausgelöscht. Zwei schwere Geschütze wurden zerstört. Das dritte wurde aufgebaut, aber die Zugpferde wurden getroffen. Der Rest wurde den Deutschen überlassen. Unglaublicherweise hatten sich die restlichen Überlebenden der drei Divisionen so entfernt, dass die deutschen Truppen keine Ahnung hatten, wo sie sich befanden. Es war der erste wahre Kampf der britischen Armee und sie mussten eine schwere Niederlage hinnehmen. Zwei Korps verloren, 7.182 Offiziere und Soldaten und 83 Geschütze. Jetzt zogen sie sich erneut zurück, müde und schmutzig. Und aufgrund ihres rechtzeitigen Abbruchs konnten sie ihren Rückzug relativ intakt vornehmen. Und sie marschierten und marschierten. Über dreckige Straßen durch die Hitze des Tages immer weiter, 50 Kilometer nach Süden, zu den Ufern der Seine. Harten mit blutigen Füßen an der Seite von verängstigten Zivilisten. Und dieses Bild der Hoffnungslosigkeit erreichte den Befehlshaber der verbündeten Armeen, Joffre, der immer noch bereit war, seinen eigenen Willen durchzusetzen. It was a very, very strange thing to see a single man exercising his will. Smith Dorrians angespanntes Verhältnis zu Sir John French verschlechterte sich massiv nach der Schlacht von La Chateau. Dennoch hatte der übrig gebliebene 2. Korps sein Ziel erreicht. Durch die aufopferungsvolle Hingabe der britischen Armee wurde Cluck vorerst abgeschreckt und von einer Jagd vorerst abgebracht. Außerdem war die voreilige Feststellung Klucks, dass sich das britische Expeditionskorps südwestlich zurückfallen lassen würde, eine große Entlastung und gab dem Korps eine unerwartete Atempause und erlaubte ihnen, sich unbehelligt und einigermaßen gut formiert, die nächsten Tage lang zurückzuziehen. Allerdings verbesserte das nicht die Laune von Sir John. Er fühlte sich von den Franzosen im Stich gelassen und war durch die hohen Verluste entmutigt. Seine einzige Möglichkeit sei nun darin, das Expeditionskorps bis hinter die Seine zurückzuziehen. It took the personal intervention of Kitchener in a hastily arranged visit to France on one. Es dauerte bis zum 1. September, als Kitchener persönlich nach Frankreich kam, um Sir John French von seinem Vorhaben abzubringen. Trotz des Eingreifens Kitcheners und Joffres klugem Kopf konnte wohl nur ein Wunder die verbündeten Truppen im Westen retten.